Hallo lieber Löwe, ich grüße dich zu deinem Sternzeichen-Reading für den Juni 2021. Ich bin Denise Scherike, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast hier für dein Juni-Reading. Und ich bin schon dabei, die Karten zu mischen und auszulegen für dich. Und möchte dir aber natürlich wie immer den Hinweis mit auf den Weg geben, das ist ein allgemeines Reading. Sehr viele Menschen schauen hier rein, also hier geht es ja um eine allgemeine Löwe-Energie für den Juni 2021. Also vielleicht resoniert nicht alles mit dir, was ich hier sage, also hol dir einfach die Infos hier raus, die für dich wichtig sind. Alles andere blendest du einfach aus, lieber Löwe. Und komm auch gerne im Laufe des Monats nochmal hierher zurück, vielleicht ja, zwischen den Wochen nochmal, um reinzuschauen und zu sagen, was hat sich denn ergeben, was ist denn eingetroffen, worauf soll ich nochmal achten im Monat, ja, dass bestimmte Dinge vielleicht auch im Laufe des Monats nochmal anders Sinn machen als zu Beginn des Monats. Und schau auch gern bei deinem Aszendent- und Mondzeichen vorbei. Also, dass du am Ende mitunter drei Videos geschaut hast, um noch mehr Details zu bekommen, was für dich wichtig ist im neuen Monat. So. Dann haben wir hier schon mal deine übergeordneten Botschaften für dich. Die sind ja immer so der rote Faden in einem Reading, wonach sich alle anderen Karten unterordnen. Ich ziehe dir hier jetzt noch die Karten für die einzelnen Wochen, dass wir noch mal mehr ins Detail gehen können, bevor wir dann in die Deutung gehen. Wenn du keine Lust hast, mir beim Mischen zuzuschauen, dann spul einfach vor, bis es ans eigentliche Reading geht. Wir haben hier die 6 der Münzen für dich, lieber Löwe, in der ersten Woche des Junis 2021. Was haben wir denn noch? 3 der Münzen und Ritter der Münzen. Wir haben 5 der Stäbe und noch ein Ritter, Ritter der Kelche, absolute Aufbruchsstimmung für dich. Wow. Was haben wir noch für unseren Löwen für den Juni 2021? Was wollen die Karten hier noch mit auf den Weg geben? In Woche 3 haben wir 5 der Schwerter und 3 der Stäbe. Und in Woche 4 haben wir das Ass der Kelche, sehr schön, und 6 der Kelche. Okay, na dann schauen wir mal. Schauen wir uns mal die allererste Karte an, die gefallen ist, weil die gibt immer den Ton an für das komplette Reading auch. Also wir haben ja unsere übergeordneten Botschaften hier, der rote Faden, nachdem ich deine anderen Karten deute. Aber die erste Karte gibt den Ton an. Und hier geht es um Confidence, also um Selbstbewusstsein, dir deiner selbst Bewusstsein zu dir stehen, zu wissen, was du kannst, auch zu wissen, was du nicht kannst und zu entscheiden, worauf möchte ich meinen Fokus legen, auf all das, was ich nicht kann oder auf all das, was ich kann. Und wenn du diesen Fokus gelegt hast, dann ist es auch sehr, sehr sinnvoll, sich vielleicht mal anzuschauen, welche Ziele hatte ich mir denn vorgenommen für dieses Jahr und da nochmal drauf zu schauen und zu sagen, okay, mit welchen Zielen möchte ich denn weitergehen in diesem Jahr? Und welche Ziele passen vielleicht auch nicht mehr zu mir und ich tausche die aus? Wohl wissend, dass wenn du sagst, okay, welche Ziele möchte ich auf jeden Fall erreicht haben bis zum Jahresende, wo möchte ich da stehen in all meinen Lebensbereichen, dann mit absoluter Willensstärke und Beharrlichkeit dran zu bleiben und die umzusetzen. Nicht dem Zufall zu überlassen, ob sie irgendwie geschehen und in Erfüllung gehen könnten, sondern dann eben im vollen Bewusstsein deiner Kräfte und Fähigkeiten dran zu bleiben, am Umsetzen zu bleiben, damit du am Jahresende eben auch überall einen Haken dran machen kannst. Und was ich hier ganz spannend finde, ist, dass wir im Grunde 2 Magier haben, die eben sagen, du selber bist immer der Schöpfer deines Lebens und es kommt immer darauf an, mit welcher Energie du in deine Themen reingehst, mit welcher Energie du eben vorangehst. Ist diese Willensstärke, die du hier hast und an den Tag legen solltest, aus einem mit dem Kopf durch die Wand heraus, also aus dem Mangel, oder aus voller Liebe, eben aus dieser Bewusstheit, mit dir selbst verbunden zu sein, damit du
freudvoll erreichst, wo du hin möchtest. Und mit dieser Energie gehst du eben dann auch deinen Weg und deine Ziele an. Das heißt, bist du in einer Weg-von-Mentalität unterwegs oder bist du in einer Hin-zu-Mentalität unterwegs? Also wenn du deine Ziele nochmal angeschaut und vielleicht nochmal neu definiert oder angepasst hast, dann überprüf auch nochmal, was ist die Intention dahinter, der tiefere Sinn? Welche deiner inneren Werte und Überzeugungen stehen im Grunde dahinter? Was ist es, was dich antreibt? Und kannst du das Ganze freudvoll angehen, weil dann wird es sich auch genauso freudvoll erfüllen, weil das Universum reagiert auf deine Energie. Es trifft sich mit deinem Energiehaushalt. Und wenn bestimmte Dinge nicht eintreten, dann liegt es nicht daran, dass die für dich nicht vorgesehen sind. Also vielleicht auch, ja, vielleicht sind sie für dich nicht vorgesehen. Aber viel wahrscheinlicher ist es, dass du die Dinge verpasst, weil dein Energiehaushalt nicht auf dem Energielevel des Universums unterwegs ist, den es aber braucht, um in die Erfüllung gehen zu können. Und was braucht es, damit du da ankommst? Befreie dich von sämtlichen überflüssigen Ballast, damit du diesen Weg leichtfüßig gehen kannst. Und was ist mit überflüssigem Ballast gemeint? Alles, was dich am Vorankommen hindert. Das können alte Glaubenssätze und Glaubensmuster sein. Das können Menschen auf deinem Weg sein, die dich zurückhalten, vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst mit ihrer schlechten Energie, die dich runterzieht. Das kannst du selber sein, mit Zweifeln, Sorgen, Nöten, die aufkommen. Und da ich dann immer wieder daran zu erinnern, Moment mal, ich weiß doch, wer ich bin und ich weiß doch, was ich kann. Und ich habe doch die nötige Motivation und Willensstärke, um dran zu bleiben. Plus den magischen Twist, den es braucht, um am Ziel anzukommen. Und zwar an dem Ziel, an dem ich ankommen möchte. Also alles, was dir nicht dient auf deinem Weg, sortier aus. Und wir sehen, der Müllkübel ist fast so groß wie unser Wanderer hier. Also sortier radikal aus, was dich daran hindert, deinen Weg zu erreichen. Aus dir heraus, aber eben auch im Außen. Und das liegt hier im Grunde auch nochmal, dass du darauf achten darfst, mit welchen Menschen du dich umgibst und welche Intention dahinter steckt. Auf der einen Seite bist du jemand, der gibt, 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 aber wenig bekommt. Und damit meine ich all diese Energiefresser oder auch, weiß ich nicht, alte Freunde, mit denen man sich aus alter Nostalgie oder Erinnerung heraus trifft und dabei übersieht, tun die mir überhaupt noch gut? Vielleicht schaden sie dir nicht bewusst, weil niemand würde sagen, ich will, dass du scheiterst oder sowas. Aber unbewusst haben die was an sich, manche Menschen, die dafür sorgen, dass du nicht vorankommst, dass du nicht in eine höhere Energie kommst. Und hier der Hinweis auf der zweiten Karte, auf der 3 der Münzen, die sagt, hier geht es um einen Ausgleich. Der Lehrer wird zum Schüler und der Schüler wird zum Lehrer. Man hat sich immer was zu geben. Und hier gibt halt nur einer und die anderen empfangen und saugen, saugen, saugen und passiert aber nichts. Und hier geht es eher darum zu sagen, ja, wir bedingen uns gegenseitig, wir begegnen uns offenen Herzens, offenen Auges und gehen eine Gemeinschaft ein. Und wenn du das erkannt hast, dann hast du hier wieder die Möglichkeit, ja, der Sonne entgegenzugehen und deine Gaben wirklich Frucht bringen für dich, aber auch für die Welt zu nutzen. Also sortier aus, beziehungsweise mach dir bewusst, wer sind die Wegbegleiter der nächsten Zeit. Setz fruchtbringende Samen, also sprich die Ziele, die du bis Jahresende erreichen möchtest hier. Geh die ersten Schritte und achte auch darauf, in Woche 2 deine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Weil natürlich aussortieren kann ein schmerzhafter Prozess sein, egal ob es um Menschen geht oder um innere Überzeugungen, Glaubenssätze, alte Routinen, die man über Bord schmeißt. Aber genau das ist wichtig. Und es kann natürlich sein, dass du da innerlich auch in so einen Kampf kommst mit dir selbst. Und die Aufgabe wird sein, deinem Ziel entgegenblickend deine Emotionen unter Kontrolle zu kriegen, in die Ruhe zu bringen. Also unter Kontrolle, damit meine ich nicht runterzuschlucken und zu unterdrücken, sondern in die Ruhe und in die Balance zu bringen, damit du diesen Weg freudvoll und zielführend mit deiner Willenskraft erreichen kannst. Und in Woche 3 haben wir das dann auch nochmal. Wahrscheinlich wird es da nochmal Rebellion geben zu deiner Aufbruchsstimmung, weil du wahrscheinlich merkst, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr passen. Du dir auch mal anschauen kannst, es geht nicht immer nur darum, was tut man, sondern auch, was tut man nicht, was einem selber schaden kann.
und dir nochmal klarer werden darfst über die Handlungen, die du tun musst, andere, die du sein lassen musst, damit du dein Ziel auch erreichen kannst, damit du überhaupt gut gerüstet bist für dein Ziel. Ich meine, hier die Samenkörner sind gesät, der Aufbruch findet statt und jetzt geht es aber auch wieder darum, mit Willensstärke dran zu bleiben und was ist es dafür zu tun und was ist es dafür zukünftig zu unterlassen. Also hier auch nochmal der Hinweis, mach dir doch mal eine To-Do-Liste für das, was es braucht, um deine Ziele zu erreichen. Vielleicht auch mit Datum hinter versehen, bis wann und wann will ich was und was gemacht haben. Und auch eine Not-To-Do-Liste. Was sollte ich unterlassen? Wovon sollte ich weniger tun? Und wie wenig denn eigentlich, damit ich nicht so viel Zeit verliere auf meinem Weg mit irgendwelchem Zeug, was mich abhält, das Eigentliche zu tun? Ja, also nochmal ausmisten auf allen Ebenen, aber eben auch gerade, wo bin ich am Geben und kriege nicht genug Energie und Positivität zurück? Wer sind meine neuen Wegbegleiter? Samenkörner sehen Aufbruchstimmung. Wo will ich hin? Wo will ich am Ende des Jahres sein? Neuausrichtung deiner Ziele, Überprüfung deiner Ziele, gegebenenfalls Neuausrichtung. Der innere Kampf, der kommen wird, überstehen deine Emotionen, in eine Balance bekommen und zu sagen, nee, ich gehe jetzt für meine Ziele, da kann innerlich los sein, was will, um zu sagen, okay, ich mache mir die To-Do-Liste beziehungsweise Not-To-Do-Liste meines Weges, wo geht's lang, was sind die nächsten Schritte, die ich gehen werde, damit ich an meinem Ziel ankomme, um dann dich am Ende des Monats wieder rein entspannen zu können und anzuerkennen, dass es goldrichtig war, durch diesen Prozess zu gehen. Dass es goldrichtig war, durch diesen Prozess zu gehen, um in einem wirklichen inneren, magischen Neuanfang anzukommen und in die absolute Quelle des Übersprudelns gehen und dir selbst zu zeigen, du selbst bist die Person, die dir das größte Geschenk macht, nämlich indem du dein Leben lebst, deine Bestimmung lebst, darauf achtest, dass es dir selbst gut geht, weil dann kannst du auch wieder anderen ganz viel abgeben und tust du eh schon, wenn du im Austausch mit den richtigen Menschen bist, weil dann bedingt ihr euch gegenseitig und es gibt keine Grenze mehr zwischen dir und den anderen, sondern es ist einfach ein großes, fröhliches Miteinander. Vielleicht noch ein Wort zu Merkur rückläufig, weil den haben wir ja bis in der dritten Juniwoche. Und hier könnte auch der Hinweis liegen auf Merkur rückläufig. Achte auf deine Kommunikation. In der Zeit wird man gerne missverstanden, versteht gerne andere falsch und sich selbst aber auch. Also da nochmal achtsam in deiner Kommunikation unterwegs sein, lieber Löwe. Was haben wir als abschließende Botschaft, um das Reading zu beenden für unseren Löwen? Was gilt es noch zu wissen? Freude. Lass dir immer Platz für die schönen Dinge im Leben. Ich liebe diese Karte. Also, schau, dass der Juni freudvoll wird und das liegt dir hier auch ganz viel. Du hast ganz, wenn du es dir erlaubst, hast du hier in jeder Woche Freude liegen, in jeder einzelnen Woche und als übergeordnete Botschaft, ich meine, du hast zweimal den Magier. Wie geil ist das denn? Also, du bist, wenn du es dir erlaubst, in ganz viel Freude gesegnet in diesem Monat, lieber Löwe. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Teil auch gerne in den Kommentaren, inwiefern das mit dir resoniert. Ob du sagst, ja Denise, ich weiß, was du da meinst. Oder auch im Laufe des Monats, wenn du nochmal hierher zurückkommst, vielleicht sagst, ah, okay, das hat sie damit gemeint. Alles klar. Also teil das gerne in den Kommentaren mit mir. Ich bin ja neugierig, das interessiert mich ja total. Und ansonsten teil gerne auch meinen Kanal mit deinen Freunden, wenn du sagst, Mensch, guck mal, was bei euch im Sternzeichen los ist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann wirst du natürlich auch informiert, wann das nächste Wochenreading da ist, wann die nächsten Monatsreadings für sich da sind. Und das hilft mir natürlich auch, hier meine Reichweite zu erhöhen und meinen Kanal auf YouTube weiter auszubauen. Also vielen, vielen Dank, wenn du das für mich tust. Und dann wünsche ich dir einfach einen zauberhaften Juni, lieber Löwe. Bis bald, deine Denise.